Ab heute beschäftigen wir uns mit einem ganz anderen Ansatz in der Computerlinguistik, nachdem wir im Wintersemester und in den letzten Sitzungen den Schwerpunkt auf symbolische Ansätze, also regelhafte Beschreibungen der Sprache, die meistens von Menschen verfasst werden, die also aus dem sprachwissenschaftlichen Verständnis erzeugt sind. Nachdem wir bisher den Schwerpunkt darauf gelegt haben, schauen wir uns jetzt einen anderen Ansatz an, der mit statistischen Regelmäßigkeiten funktioniert, der also den Versuch macht, anhand von empirischen Daten selbsttätig Muster der Sprache zu lernen, um die dann zur Analyse zu verwenden. Dieser statistische Ansatz hat ab den frühen 90er Jahren seinen Siegeszug angetreten in der Computerlinguistik. Wenn Sie sich erinnern, was wir über die Geschichte der Computerlinguistik im Wintersemester erzählt hatten, in den späten 60ern bis späten 80er Jahren, waren die regelbasierten Ansätze, die symbolischen Ansätze absolut dominant. Die Computerlinguistik wurde eigentlich als eine Art Expertensystem verstanden. Es wurden also Spielzeugwelten modelliert, vollständig modelliert, mit handgeschriebenen Grammatiken wurden Eingaben analysiert und dann entsprechende Reaktionen bzw. Ausgaben generiert. Ende der 80er Jahre hat man dann festgestellt, haben vor allem das ein Forschungsteam bei IBM Research, die sehr stark mit diesen neuen statistischen Methoden gearbeitet haben. Die Idee, statistische Verfahren zu verwenden, ist eigentlich alt. Die geht noch vor dieses symbolische Paradigma, oder ist vor dem symbolischen Paradigma entstanden, nämlich bereits in den 50er Jahren, als die ersten Computer verfügbar wurden und sich die Informationstheorie als Wissenschaft entwickelt hat. Also damals hat man dann erkannt, dass man mit statistischen Mustern, die Informationstheorie eben gerade untersucht, sehr viel erklären konnte und hatte eigentlich schon, es wurden damals schon die Vorschläge gemacht, man könnte auch Sprache damit verarbeiten, beziehungsweise Sprache damit interpretieren und Sprache generieren. Der Grund, warum es da nicht weiterverfolgt werden konnte, war einfach, dass die Computer nicht leistungsfähig genug waren, dass auch die vorhandenen Corpora, also die Textressourcen, viel zu klein waren, um daraus unüberwacht oder auch mit überwachten Verfahren Muster lernen zu können. Ja. Das hat dazu geführt, dass man da auf den symbolischen Ansatz umgeschwenkt ist, versucht hat, das, was die Sprachwissenschaftler schon über Sprache herausgefunden hatten, auch zu nutzen für die Computerlinguistik. Sie erinnern sich bestimmt noch an die Beispiele maschineller Übersetzung. Es gab da diese berühmte Anekdote, als man versucht hat, der Geist war willig, aber das Fleisch war schwach, auf Russisch und zurück zu übersetzen, was völlig falsch rauskam. Das waren die regelbasierten Ansätze. Man hat damals wirklich geglaubt, wir haben grammatische Beschreibungen des Englischen und des Russischen, wir brauchen also nur noch Abbildungsregeln festzulegen, welche englische Konstruktion welche russischen entspricht. Und dann nehmen wir ein gutes englisch-russisches Wörterbuch und wenn wir das alles zusammenstöpseln, dann kommt ein Übersetzungssystem raus. Das ist ziemlich drastisch fehlgeschlagen. Ende der 80er Jahre hat man bei IBM wieder versucht, Übersetzungssysteme mit dem statistischen, mit dem quantitativen Ansatz zu entwickeln. Man hat in dem Fall also nicht von Hand Regeln geschrieben oder ein bestehendes Wörterbuch verwendet, sondern einfach große Menge übersetzte Texte gesammelt. Damals eine wichtige Quelle für übersetzte Texte, Übersetzungen sind Parlamentsdebatten und IBM hatte damals Zugriff auf Debatten des kanadischen Parlaments, die ja in die beiden offiziellen Sprachen Englisch und Französisch übersetzt werden müssen. Also je nachdem, ob Englisch oder Französisch gesprochen wird, wird jeweils in die andere Sprache übersetzt. So hatte man Zugriff auf viele Millionen Wörter übersetzter Texte und hat dann versucht, einfach anhand statistischer Muster sowohl ein Übersetzungswörterbuch als auch die Korrespondenzregeln, die syntaktischen Korrespondenzregeln, automatisch zu lernen. Und hat dann gemerkt, er hat dann tatsächlich bessere Qualität erzielt als viele andere symbolische Systeme und ist natürlich mit viel geringerem menschlichen Aufwand. In andere Systeme waren viele Mannjahre Entwicklungszeit eingeflossen. In das statistische Modell von IBM eigentlich nur die Arbeit, das statistische Modell selbst zu entwickeln. Alles andere ist dann einfach nur Rechenaufwand. So, und mit diesem Ansatz wollen wir uns jetzt beschäftigen. Wir schauen uns auch die traditionellen statistischen Verfahren auf dem Stand der 90er Jahre an. Inzwischen hat sich die Sache natürlich nochmal weiterentwickelt. Man sieht das Ganze jetzt als ein Problem des maschinellen Lernens, hat viel komplexere Lernmodelle dafür, die aber mathematisch dann auch schwerer zu durchschauen sind. Also was wir hier lernen, sind wirklich die Grundlagen der Statistik bzw. der Wahrscheinlichkeitstheorie
und die elementaren Modelle, die darauf basieren. Trotz allem kann man mit diesen Modellen oft noch erstaunlich gute Ergebnisse erreichen. Es sind dann nicht immer ganz State of the Art, aber man ist oft nicht weit mit dem State of the Art zurück und hat damit Modelle, die erstens auch mit normalen mathematischen Kenntnissen nachvollziehbar sind und außerdem natürlich vom Rechenaufwand her viel, viel genügsamer sind als die modernsten maschinellen Lernverfahren. So. Aber bevor wir einsteigen, will ich erst nochmal versuchen, diesen ganzen Ansatz zu motivieren. Die Folien sind jetzt auf Englisch. Ich habe leider keine Zeit mehr, die auf Deutsch zu übersetzen. Das Ganze hat natürlich den Vorteil, dass ich so gleich nochmal intensiv die englischen Fachbegriffe kennenlerne, die sich doch von den deutschen Begriffen, weil die Wahrscheinlichkeitstheorie noch traditionelle Mathematik ist, gibt es dafür auch wirklich etablierte deutsche Begriffe, die sich manchmal deutlich von den englischen unterscheiden. Die computerlinguistische Literatur werden Sie natürlich aber fast ausschließlich auf Englisch lesen, deswegen ist es ganz gut, mit den Begriffen vertraut zu sein. Wenn wir jetzt nochmal, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten mit viel Arbeit so ein, ich habe ja immer gerne das Beispiel des sprachgesteuerten Roboters, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich oft gerne sowas hätte, dem ich einfach sagen kann, was er tun soll. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir hätten mit viel Aufwand ein symbolisches Sprachmodell oder ein symbolisches Verfahren für so einen sprachgesteuerten Roboter implementiert, also ein gutes Wörterbuch reingesteckt und eine Morphologie, dann eine Grammatik geschrieben, so wie wir es in vorletzte Woche gesehen haben. Da hatten wir eine ganz einfache Robotergrammatik als Beispiel für die Übertragung in Chomsky-Normalform. Und dann anhand der grammatischen, der syntaktischen Analyse Semantik abgeleitet, zum Beispiel in Form von aussagenlogischen Repräsentationen, wie wir es letzte Woche uns angeschaut haben. Dieses System wird eine Reihe von ziemlich schwerwiegenden Problemen haben, wenn Sie es auf tatsächliche Daten anwenden, also mit so ein paar Spielzeugdaten, wenn die Eingabe wohlgeformt ist, also grammatisch völlig korrekt ist und auch man auch genau das sagt, was der Roboter erwartet, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Wenn man den jetzt in eine echte Situation stellt, dann werden Sie feststellen, dass doch vieles schief geht. Ein Problem, das wir uns ja vor zwei Wochen schon erwähnt hatten im Zusammenhang mit dem Parsing-Algorithmen, ist einfach die hohe syntaktische Ambiguität. Diese Tabelle sollte Ihnen bekannt vorkommen. Das ist, wenn ich so Reihungen von Präpositionalphrasen habe, bekomme ich ja exponentiell viele, also die Anzahl der möglichen Interpretationen der Attachments wächst exponentiell an. Und jedes Attachment gibt natürlich wieder eine andere Interpretation. Zum Beispiel beim Roboter werden eben die Befehle Give me the red box on the table und close the window in an hour. Also da macht natürlich nur die eine Analyse Sinn. Hier, wenn der Roboter es falsch interpretieren würde, beziehungsweise das Attachment falsch machen würde, würde er dann irgendeine Schachtel nehmen, sich auf den Tisch stellen. Das möchte man definitiv nicht haben. Also Ambiguität ist ein massives Problem. Einerseits von der Verarbeitung her, weil wir Tausende oder im schlimmsten Fall Millionen von Analysen kriegen können. Und dann natürlich von der Verwendung, beziehungsweise von der Interpretation her, weil man sich letztlich für eine der ambigen Analysen, der möglichen Analysen entscheiden muss, um dann die korrekte Lesart zu haben, um eine klare Interpretation zu kriegen. Je mehr Analysen wir da haben, desto schwieriger wird es natürlich sein. Das zweite Problem ist, selbst wenn wir völlig grammatisch korrekt reden, sind Menschen meistens nicht sehr präzise in ihren Aussagen. Also zum Beispiel, wenn man sagen will, give me the red box on the table, mir fällt gerade aber das Wort Box nicht ein, dann sagt give me the red thingy on the table. Und selbst wenn er dann dieses Stottern überlesen kann, dieses Zögern, wenn das einmal überlesen kann, thingy ist erstmal nicht im Wörterbuch drin und wenn man es drin hat, hat es keine klare Referenz. Also da kriegen wir nicht das Prädikat Box, was dem ja erlauben würde, diese Schachtel zu identifizieren, sondern wir wissen nur, da ist irgendwas. Also muss hier eine Referenz aufgelöst werden. Mit Ambiguität, mit dieser Wahrheit, kann man natürlich auch schön spielen. Da gibt es viele solche Sprachspiele oder wie Sie zum Beispiel die Ambiguität hier. Norman loves his mother, Jack does too. Das ist also eine pronominale Ambiguität. Dieses das ist hier ja ein Pronomen, das auf eine Verbphrase referenziert, auf ein Ereignis oder einen Zustand referenziert, nämlich to love one's mother. Und es ist nicht klar, ob sich das his mother jetzt immer auf die Mutter von Norman bezieht, was auch Jack die auch liegt, oder ob das sozusagen wörtlich übernommen wird und es sich dann auf das Subjekt des zweiten Satzes besteht, also Jack auch seine Mutter liebt.
wenn ein Roboter Befehle korrekt ausführen soll, muss er natürlich diese ganze Wahrheit irgendwie auflösen können. Und das dritte Problem, das ich ja schon genannt hatte, ist, dass Spontansprache meistens nicht sehr grammatisch korrekt ist, auch weniger spontane Sprachen, wenn man jetzt im Internet schaut oder auf Twitter, da findet man wenig völlig korrekt geformte Sätze, da sind auch viele Tippfehler drin und so weiter. Hier sind mal ein paar Beispiele, was man so kriegen könnte. So, mit Stottern, give me a red box on the table, das ist ganz typisch in gesprochener Sprache, dass sie Wortwiederholungen kriegen. Die Grammatiken, die wir bis jetzt geschrieben haben, können mit Wortwiederholungen nicht umzugehen. Es gibt nicht zwei Präpositionen aufeinander oder Wörter werden nicht verdoppelt nach einer Standardgrammatik und deswegen sind die in unseren Grammatiken auch nicht erlaubt. Was zum Beispiel auch vorkommen könnte, ist, dass man die Reihenfolge von Konstituenten vertauscht. Das ist auch in der gesprochenen Sprache gar nicht so unüblich und fällt Ihnen in einer konkreten Situation wahrscheinlich gar nicht auf. Ich sage, give me on the table the red box. Ist völlig klar, was ich meine. Und wahrscheinlich geht dabei niemand irgendwie eine Warnlampe an, dass ich jetzt was Ungrammatisches gesagt habe. Passt aber natürlich nicht zur restriktiven englischen Grammatik oder zur üblichen englischen Grammatik. Also würde die Robotergrammatik damit auch nicht zurechtkommen. Das Ganze besteht aber, dieses Problem des ungrammatischen, im strengen Sinne der Robotergrammatik, ungrammatischer Eingaben, beschränkt sich aber nicht nur auf Fehler, also Flüchtigkeitsfehler, was das ja eigentlich ist hier, sondern wenn wir auch abseits von aufwendig redigierten Texten, wie zum Beispiel Zeitungsnachrichten schauen, in etwas andere Genres, dann findet man auch einfach aus stilistischen Gründen, werden da manchmal ungewöhnliche syntaktische Strukturen verwendet, die natürlich, die weder in der üblichen Grammatik zu finden sind, noch in der kontextfreien Grammatik des Roboters wahrscheinlich abgebildet werden. Also zum Beispiel hier, ein bekanntes Beispiel von Chomsky ist ja, dass Green Colorless IDs lecturously zwar überhaupt keinen Sinn hat, aber wie jede Muttersprache seiner Ansicht nach bestätigen wird, grammatisch korrekt ist, also einfach eine korrekte Zusammenstellung von Wörtern, ist furiously slept IDs green and colorless völlig bedeutungslos oder völlig, hat zusätzlich eben auch nicht als ein englischer Satz interpretierbar. Wenn man jetzt aber ganz genau hinschaut und sich Gedichte anschaut, findet man, also ich habe T.S. Eliot ein bisschen abwandeln müssen, finden aber so Sachen wie calmly float water, pale and thin, das ist genau dieselbe syntaktische Struktur wie furiously slept IDs green and colorless. Also wenn der Roboter auch Gedichte verstehen soll, dann kann er sich nicht darauf verlassen, dass ein Adjektiv vor dem Substantiv steht im Englischen oder das Subjekt vor dem Verb kommt und so weiter. Also es sind nicht nur Flüchtigkeitsfehler, die zu sowas führen. Gut, man könnte jetzt versuchen, das Ganze im symbolischen Ansatz auch wieder zu reparieren, also irgendwie Workarounds zu finden. Zum Beispiel für diese ungrammatischen Eingaben könnte man Fallback-Regeln definieren, dass man sagt, ich versuche erstmal den Satz zu analysieren mit den Standardregeln, die grammatisch korrekten Eingaben wiedergeben. Und wenn das nicht funktioniert, dann lasse ich zusätzliche Regeln. Zum Beispiel eine Regel, die Wortwiederholungen erlaubt an bestimmten Stellen. Oder eine Regel, die präpositionale Attachments auch vor der Nominalphrase erlaubt und so weiter. Also das wäre ein Ansatz. Sowas wird oft auch Robustheitsregeln genannt, weil es die Analyse robuster machen soll. Bei der Wahrheit hier, die kann man zumindest so behandeln, die kann man eigentlich wie Ambiguität behandeln. Letztlich, dieses Thingy bezieht sich auf irgendeinen Gegenstand. Das heißt, im Prinzip könnten hier alle Konzepte, die der Roboter kennt, erstmal als Kandidat einsetzen, was gemeint sein könnte, dass alle die Gegenstände bezeichnen. Und letztlich muss dann eben noch zu entscheiden, welches davon das Korrekte ist. Hier haben wir im Prinzip zwei Lesarten, kriegen also zwei Interpretationen. Was bei den Robustheitsregeln passiert, dann was Ähnliches. Dadurch, dass ich diese zusätzlichen Regeln zulasse, werde ich auch oft noch mehr ambige Analysen, also noch mehr mögliche Analysen generieren. Das heißt, und das ist ganz typisch, wenn Sie versuchen, Probleme auf symbolischer Ebene zu lösen, wird meistens der Ambiguitätsgrad erhöht. Also letztlich können wir auch sagen, das Problem der symbolischen Ansätze, die drei wichtigsten Probleme sind Ambiguität, Ambiguität und Ambiguität.
Und das wird jetzt auch erstmal, das ist sozusagen unser erstes Ziel für die statistischen Ansätze. Wir wollen die Statistik verwenden, um Ambiguität aufzulösen oder um besser mit Ambiguität umzugehen. Und fangen wir mal an, wie machen es denn die Menschen? Menschen haben ja offenbar nicht so viele Probleme mit Ambiguität. Das ist der Satz, den ich glaube ich, wo ich vor 2 Wochen mal gefragt habe, ob Sie den schon gesehen haben. Kann mir jemand sagen, also das ist eine Anweisung vom Chef, die Sie von Ihrem Chef kriegen. Verstehen Sie, was gemeint ist? Kann jemand sagen, was man machen soll? Ist klar, oder? Also man soll irgendwie so 2 vergleichende Tabellen erstellen. Das ist ein Beispiel aus dem computerlinguistischen Lehrbuch, dem von Manning und Schütze, wo es eben gerade um statistische Modellierung geht. Die haben genau nachgezählt und gefunden, dass es 455 mögliche syntaktische Analysen gibt. Also mit völlig korrekter Syntax. Das sind einfach Attachment-Ambiguitäten of the products, also bezieht sich das auf das bezieht sich auf the sales. Dann haben wir solche reduzierten Relativsätze, produced in 1973, bezieht sich das auf die products oder auf die sales. Hier haben wir wieder eine Präpositionalphrase, with the products, die kann jetzt hier oder hier ein Attachment haben, das produced hier kann wieder ein reduced relative clause und das in 1973, das ist eine Präpositionalphrase, die entweder zu dem Relativsatz gehören kann oder irgendwo anders attached, angehängt werden kann. Und dadurch kriegt man dann, also ich habe da einfach meinem Schütze geglaubt und nicht versucht selbst nachzusehen, kriegt man 455 Analysen. Ich glaube, wenn wir das wirklich nachzählen wollten, wie würden wir es machen? Wir schreiben uns eine entsprechende Grammatik in NRTK, die diese Konstruktion abdeckt und schauen, wie viele, also eine kontextfreie Grammatik und schauen, wie viele Analysen die findet. Also ein computerlinguistisches System hätte hier die Aufgabe aus 455 Interpretationen, die natürlich auch im Regelfall zu verschiedenen Handlungsanweisungen führen, die richtige zu finden, während für uns als Menschen eigentlich die Ambiguität, glaube ich, gar nicht so offensichtlich war. Also eigentlich verstehen wir gleich, was gemeint ist und würde sicher nicht auf die Idee kommen, dass es da mehr als 400 mögliche Interpretationen für den Satz gibt. Also wie gehen wir mit Ambiguität um? Also hier nochmal kurz ein paar Möglichkeiten, wie man es im symbolischen System lesen könnte, nur um zu zeigen, dass wir wirklich einen anderen Ansatz brauchen. Also ich möchte hier motivieren, dass der statistische Ansatz einfach unverzichtbar ist, weil wir das im rein symbolischen System nicht lösen können. Also die erste Möglichkeit, wie schon gesagt, ist, dass wir einfach das Regelsystem noch komplizierter machen, dass wir diesen Ansatz zu solchen Fallback-Regeln systematisch umsetzen. Dass wir also sagen, naja, wir können ja vielleicht liegt es daran, dass wir jetzt nicht sehen, dass eben bestimmte Attachments und so die natürlicheren sind und dass wir nur die sehen und irgendwie die Attachments in 1973 sich auf List beziehen würde, auf die Anweisung auf den ganzen Satz, was vielleicht theoretisch möglich ist, aber jetzt sehr unwahrscheinlich wäre, dass wir das gar nicht in Betracht ziehen. Könnte man sagen, wir machen das erstmal ein Regelinventar, was sozusagen die bevorzugte Lesart gibt. Und wenn die Analyse fehlschlägt, dann haben wir einen zweiten Regelsatz, der ein bisschen mehr zulässt und so weiter. Und dann könnte man in mehreren Stufen sozusagen immer eine bevorzugte und weniger bevorzugte Analyse probieren, bis man dann eine Analyse findet und die nehmen. Das ist natürlich, das wird wahrscheinlich ziemlich chaotisch, sowas zu entwickeln. Und letztlich werden wir trotzdem noch Ambiguität haben. Also das ist sicher kein sehr guter Ansatz. In manchen Fällen, gerade, also das sind ja diese klassischen Sachen, das ist diese klassische Attachment-Ambiguität. Manchmal können wir anhand lexikalischen Wissens schon disambiguieren. Also wenn Sie sich diese 3 Sätze anschauen, die sind ja völlig identisch bis auf das Verb. John gave the letter to Mary, John read the letter to Mary and John found the letter to Mary. Hier haben wir wieder die Attachment-Ambiguität. John gave the letter to Mary, da ist to Mary ein indirektes Objekt. In John found the letter to Mary, ist to Mary, modifiziert Mary die Letter, also der Brief, der an Mary adressiert war. In diesem Fall, hier sehen wir den Ambiguität, John read the letter to Mary, es kann einfach entweder heißen, er hat den Brief, der an Mary adressiert ist, gefunden und gelesen, oder er hat Mary ihren Brief vorgelesen. Das ist tatsächlich ambig, das sind beide Lesarten plausibel. Wenn wir aber ein anderes Verb einsetzen, und der Grund, warum es ambig ist, warum es auch mit uns ein bisschen ambig ist, ist, dass eben read sowohl intransitiv als auch detransitiv gebraucht werden kann.
Gave ist eigentlich normalerweise nur intransitiv, Johnny gave the letter funktioniert nicht. Deswegen brauchen wir hier nochmal ein indirektes Objekt, sodass to marry nur das indirekte Objekt sein kann. Find hingegen ist nur monotransitiv, also nicht detransitiv. Deswegen kann to marry hier kein indirektes Objekt sein und muss deswegen the letter modifizieren. Also solches lexikalische Wissen, man nennt sowas ja auch Subkategorisierung der Verben oder radikal die Argumentstruktur von Verben. Wenn wir dieses Wissen haben, könnten wir zumindest die beiden disambiguieren. Für Menschen ist es sicher auch so, dass wir im Prinzip wissen, dass find eben, also aus unserem sprachlichen Wissen, hier nur die korrekte Analyse kriegen können. So. In vielen anderen Fällen hilft uns das aber auch nicht weiter. Eins meiner Lieblingsbeispiele, Sie wissen ja, I saw the man on the hill with the telescope, ist so ein Standardbeispiel für diese Attachment-Ambiguitäten, weil es tatsächlich ambig ist. Ich nehme gerne das Beispiel, I saw the hill with glasses, also ich habe den Hügel mit der Brille gesehen. Das ist eindeutig nicht ambig, weil auf Hügeln keine Brillen rumstehen, also Fernrohre vielleicht, aber keine Brillen. Das ist jetzt aber natürlich kein lexikalisches Wissen, das ist auf einer ganz anderen Ebene als diese Subkategorisierung von Verben. Das ist wirklich Weltwissen und oft braucht man da auch sehr indirektes Wissen. Also zu unserem Weltwissen gehört natürlich nicht, dass Hügel keine Brillen tragen. Da gehört aber die Information eben, wie groß eine Brille ist, wie groß ein Hügel ist, wozu eine Brille dient und so weiter. Und aus dem leiten wir uns eigentlich ab, dass es keinen Sinn macht, dass ein Hügel eine Brille aufhat. Wenn da jetzt irgendwas anderes stehen würde, I saw the cat with glasses, dann, wenn jeder, der schon mal YouTube-Videos gesehen hat, dann findet er wahrscheinlich nichts Komisches mehr dabei. Also da ist auch einige Inferenz, da ist einige logische Inferenz dabei. Das heißt, wenn wir das tatsächlich machen wollen, dann sind wir wieder bei dem alten Ansatz mit den Expertensystemen. Die haben genau das versucht, die Welt komplett zu modellieren, alles Wissen über die Welt zu haben und dann mit Reasoning-Methoden, Inferenzen, Schlüsse zu ziehen, um die korrekte Interpretation zu kriegen. Wir sind eigentlich immer noch auf dem Stand, dass das nur mit solchen Spielzeugwelten funktioniert und mit der realen Welt. Da gibt es einfach zu viel Wissen, was sehr schwer symbolisch zu kodieren ist, formal zu kodieren wäre. Also wir brauchen tatsächlich den anderen Ansatz. Okay, überlegen wir mal wieder, was Menschen machen. Also selbst wenn wir jetzt diese Erklärung hier mit Weltwissen und so lexikalischem Wissen, die dann bestimmte Ambiguitäten aufheben, das kann nicht die vollständige Erklärung sein für die menschliche Sprachverarbeitung, denn wir sehen ziemlich selten Ambiguitäten. Also Ambiguitäten erkennen wir nur dann, wenn sich jemand ganz unpräzise ausdrückt oder wenn wir die dann eher scherzhaft finden, dass man jetzt auch was bewusst absichtlich missverstehen kann. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ziemlich viele Sätze, die wir von uns geben, tatsächlich ambig sind, selbst mit Weltwissen noch ambig sein können, da vor allem, wenn sie aus dem Kontext gerissen sind. Aber selbst ohne Kontext sehen wir die Ambiguitäten oft gar nicht, sondern kriegen gleich eine Interpretation. Also nochmal zum Beispiel, wenn ich Ihnen den Satz gebe, I saw the hill with the telescope, sehen Sie, der ist ambig. Man kann nicht wissen, wie es gemeint ist. Also meistens sehen wir es relativ schnell. Hingegen, I saw the hill with glasses. Das ist jetzt zumindest auf semantischer Ebene, scheint es nicht mehr ambig zu sein. Wenn ich den Satz aber ganz ohne Kontext habe, dann könnte er tatsächlich auch die andere Interpretation haben, zum Beispiel in dem Kontext, the children decorated an anthill with glasses, also wenn wir jetzt Kinder sehen, die einen Ameisenhügel mit einem Ameisenhügel eine Brille aufsetzen, dann ist es völlig natürlich zu sagen, I saw the hill with glasses. Also, der Satz ist in der Welt tatsächlich ambig, in manchen Kontexten ist auch die andere Lesart möglich. Worauf ich hinaus will ist, also das Wesentliche nicht, dass wir es nicht sofort lernen, aber worauf ich hinaus will ist eigentlich, dass wir hier die Lesart auch akzeptieren. Das Wichtige ist, dass wir ohne Kontext, also in dem Fall würden wir sofort diese Lesart nehmen, die andere gar nicht in Betracht ziehen. Aber ohne Kontext haben wir auch noch eine starke Präferenz. Also da, wo der Satz nicht durch den Kontext disambiguiert ist, auch da sehen wir die Ambiguität oft gar nicht, weil wir uns sofort für eine Lesart entscheiden. Auch hier gibt es wieder viele Sprachrätsel und Sprachspielchen. Sie kennen den Ausspruch Time flies, also die Zeit vergeht im Fluge. Typischerweise, I'll never get my homework done in time oder sowas kommt danach.
Macht das irgendeinen Sinn? I can't, they're too fast. Sie haben es gesehen. Also time ist, haben wir jetzt als Substantiv in der Bitte, kann aber auch ein Verb sein. To time something ist etwas die Geschwindigkeit oder etwas abstoppen. Und fly kann natürlich auch das Substantiv Mücke sein. Also dann heißt es, messe, wie schnell die Mücken fliegen und wie schnell die Mücken sind. Die Lesart ist völlig korrekt. Das ist halt Imperativ und das ist ein Aussagesatz, ein normaler Matrixsatz. Also beide sind syntaktisch völlig gleich plausibel. Natürlich, wir kennen diesen Ausspruch Time Flies, aber selbst wenn wir den nicht kennen würden, würden wir wahrscheinlich zu der Lesart kommen. Das liegt daran, dass die Verwendung von Time als Verb natürlich recht selten ist. Also Time ist fast immer das Substantiv. Und ohne Kontext ziehen wir natürlich erstmal die gebräuchliche Lesart in Betracht und kommen auch, solange es kein Problem damit gibt, kommen wir gar nicht auf die Idee, uns eine andere Lesart anzuschauen. Also, Menschen haben ziemlich starke Präferenzen und die Hypothese, die ich jetzt in den Raum stellen will, oder unsere Ausgangshypothese ist, dass es sich dabei eigentlich um Häufigkeitshypothesen oder um Häufigkeitspräferenzen handelt. Also, wenn ich was Ambiges habe, ohne Kontext, dann wird der Mensch das immer sozusagen die gängigste, die häufigste Interpretation annehmen. Und solange es da eine eindeutig häufigsten Interpretation gibt, die anderen gar nicht erkennen. Nur in den Fällen, wo keine Interpretation deutlich häufiger oder gängiger ist. Also hier habe ich plausibel geschrieben. Es klingt eigentlich so nach semantischer Plausibilität und Inferenzen. Gemeint ist hier eigentlich mehr häufig. Also was erwartet man zu sehen? Und in Fällen wie I saw the hill with the telescope, wo eben keine der beiden Alternativen deutlich häufiger ist als die andere, erst da erkennen wir oft die Ambiguität. Na, auch da gibt es wieder ein paar lustige Beispiele, die man typischerweise in sprachwissenschaftlichen Einführungsvorlesungen oder in Vorlesungen zur Syntax dann eben kennenlernt. Das ist ja mein Beispiel, das haben wir schon ausführlich diskutiert. Das ist ein bekanntes Bierspiel, The Horse Raced Past the Barn Fair. Ist das ein grammatisch korrekter englischer Satz? Wer hat schon die Syntax ein? Also das richtet sich jetzt an die Leute, die noch keine Syntaxvorlesung hatten. Macht der? Ist irgendwie komisch, oder? Können Sie den Satz interpretieren? Wenn wir es ein bisschen umformulieren, dann wäre es jetzt einfach. Gemeint ist hier the horse that was raced past the barn fell. Also das Pferd, das von seinem Jockey an der Scheune vorbeigetrieben wurde, ist gestürzt. Das macht da völlig Sinn. Also was wir hier haben, ist wieder so ein Reduced Relative Clause. Das ist also eine große, wichtige Quelle von Ambiguitäten im Englischen. Natürlich, Reduced Relative Clauses sind gängig und wir kriegen hier jetzt mal die falsche Lesart. Das zeigt auch wieder, dass jetzt zum Beispiel so Präferenzregeln, dass man sagt, ein Reduced Relative Clause ist die weniger bevorzugte Lesart und wir würden erstmal, was Sie ja interpretiert haben, ist wahrscheinlich das als Verb im Matrixsatz, das heißt, the horse raced past the barn. Damit ist der Satz komplett und das fell, also nochmal ein Verb, das passt einfach überhaupt nicht mehr rein. Was tatsächlich wahrscheinlich passiert, ist, dass es so gängig, also die Verwendung von race als intransitives Verb ist viel gängiger als die von raise als transitives Verb, to raise something or somebody. Das ist wesentlich seltener. Und horse race, that a horse races, ist einfach sehr typisch. Also das ist so gängig hier, das als Subjekt und Verb zu interpretieren, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass das auch was anderes bedeuten könnte, dass die andere Lesart gar nicht in Betracht zieht. Sozusagen, wenn Sie einen Satz lesen oder hören, hören Sie den ja linear vom Anfang bis zum Ende durch. Und an der Stelle hat man sich eigentlich auch schon auf eine Lesart festgelegt, dass das das Verb ist, weil es alles so schön passt und alle anderen Lesarten sehr unwahrscheinlich sind, also eine viel niedrigere Häufigkeit haben. Und bis hierhin geht auch noch alles gut. Erst an der Stelle kann man das nächste Wort nicht mehr in die Lesart in die Analyse integrieren. Und an der Stelle, was passiert, man kann es auch mit Eye-Tracking-Experimenten und so untersuchen, man sieht wirklich, die Leute stocken, haben hier eine ziemlich lange Pause. Und beim Eye-Tracking sieht man, dass sie dann zurückgehen und den Satz nochmal komplett neu interpretieren müssen. Also auch wirklich nochmal schauen, könnte das hier eine andere Interpretation haben.
So, das nennt man Garden Path Effekte, also vom Englischen aus so to lead someone down the garden path, weil man wirklich von dem Anfang des Satzes in die Irre geführt wird und so gut in die Irre geführt wird, dass man dann Schwierigkeiten hat, den überhaupt zu verstehen. Hier ist noch ein Beispiel, das ich auch ganz lustig finde. Macht der Satz Sinn? The complex house is married and single students and their families. Sie haben uns? Ja. Yeah. The complex house is married and single students and their families. Genau, also house im Sinne von to accommodate, jemand unterbringen in den Gebäudekomplex, werden verheiratete und ledige Studenten untergebracht zusammen mit ihren Familien. Der Grund, warum wir das, also ich habe da auch lange gebraucht, als ich den das erste Mal gesehen habe, um zu verstehen, wie das gemeint ist, das hat wieder einen Häufigkeitsgrund. Also komplex kann eben Verb, Adjektiv oder Substantiv sein. Die Adjektivlesart ist viel häufiger als das kommt. Vor allem so ohne irgendwelche weiteren Zusätze ist komplex für ein Gebäudekomplex relativ selten. Und bei Haus ist es natürlich auch viel dramatischer. Also Haus ist es fast immer Plural des Substantivs. Das to house für to accommodate, das ist eine ziemlich seltene Verwendung. Das heißt, wir müssen hier eine Kombination von zwei ziemlich seltenen Lesarten wählen, damit der ganze Satz Sinn macht. Die menschliche Sprachverarbeitung legt sich natürlich gleich auf die gängige Lesart fest. Und complex house is married, da ist es dann semantisch ein bisschen problematisch, aber syntaktisch passt das dann als Verb noch und dann ist man schon in dem Gartenpark. So. Okay, und das sind jetzt alles Beispiele, die völlig aus dem Kontext gerissen sind, deswegen konnte ich schön damit argumentieren, die eine oder andere ist alles völlig ist häufiger. Aber auch die Eindeutigkeit von I saw the hill with glasses in dem Ameisenhügel-Kontext kann man eigentlich so erklären. Wenn man sagt, diese Häufigkeit, die Häufigkeitspräferenz, die Menschen haben, die basiert auf kontextabhängigen, kontextsensitiven Häufigkeiten. Wenn wir also Kontext haben, dann bevorzugen wir die Lesart, die in dem Kontext am häufigsten ist. Wenn wir gar keinen Kontext haben, dann bevorzugen wir Lesarten, die insgesamt am häufigsten sind. So, und die Idee ist jetzt, dass wir dasselbe mit dem Computer machen wollen, dass wir also Häufigkeitsinformationen verwenden wollen, um Ambiguitäten aufzulösen. Es gibt jetzt natürlich viele Arten, wie man diese Häufigkeitsinformationen einbauen kann und teilweise können. Tatsächlich ist es so, dass auch einige der eigentlich symbolischen Korrekturansätze oder Disambiguierungsansätze über Häufigkeiten simuliert werden können. Also ich hatte ja das genannt, dass die Subkategorisierung von Verben, Subkategorisierungsrahmen, ob ein Verb jetzt transitiv, intransitiv oder detransitiv gebraucht werden kann, dass die in manchen Fällen Ambiguitäten auflösen können. Selbst wenn wir das nicht in einem Wörterbuch haben, in dem die Information drinsteht, kann man das eigentlich aus Sprachdaten ableiten. Also wenn man sich sehr viel Text anschaut, dann findet man, dass nach GIF eben sehr oft eine Nominalphrase, eine Präpositionalphrase mit der Präposition to stehen, also eine typisch detransitive Verwendung. Nach find, nach find finden wir immer eine fast immer eine Nominalphrase. Manchmal auch eine Präpositionalphrase mit to, zum Beispiel he found a letter to Mary, aber ganz oft natürlich ohne die to-Präpe. Also die steht eigentlich nur da, wenn sie zufällig eben das Objekt, diesen NP modifiziert. Deswegen werden wir das hier ziemlich selten mit dieser to-Präpositionalphrase finden. Und aus der Häufigkeitsinformation kann man eigentlich ableiten, dass eben if detransitiv verwendet wird und find nur monotransitiv. Beziehungsweise wir müssen ja auch nicht diese symbolische oder kategoriale Unterscheidung ableiten, sondern wir können einfach diese Information nutzen, dass if offenbar häufig diese To-Präpositionalphrase hat, was dann auf die eine Interpretation hindeutet und umgekehrt, wenn die optional ist, wie bei find, dann ist es wahrscheinlich eher nicht die transitive. Dann hat es eine niedrige Wahrscheinlichkeit. So, was wir also brauchen, um das Ganze jetzt systematisch umzusetzen, ist ein Formalismus. Wir haben ja immer Formalismen eingeführt. Wir sind ja bei den symbolischen Ansätzen von sprachwissenschaftlicher Theorie ausgegangen und haben dann versucht, diese Theorien zu formalisieren, indem wir zum Beispiel formale Sprachen eingeführt haben, reguläre Ausdrücke, kontextfreie Grammatik und so weiter. Das sind alles Formalismen, in denen wir oder Notationsweisen, mit denen wir unser Wissen so formalisiert darstellen können, dass es vom Computer berechenbar wird.
Und was Ähnliches brauchen wir zur Häufigkeitsinformation. Und dieser Formalismus heißt Wahrscheinlichkeitstheorie. Also Wahrscheinlichkeitstheorie müssen Sie gar nicht als was interpretieren, was mit Münzen werfen und Würfeln und Lottospielen zu tun hat. Man kann es einfach auch als einen Formalismus für zum Rechnen mit Häufigkeitsinformationen sehen. Und das ist genau das, wofür Wahrscheinlichkeitstheorie in der Computerlinguistik braucht. Wir werden jetzt also im Laufe der nächsten Woche, wir machen das ganz gemütlich, langsam, im Laufe der nächsten Wochen werden wir Schritt für Schritt Grundzüge der Wahrscheinlichkeitstheorie einführen, eben genauso wie man sie in der Computerlinguistik braucht. Also keine vollständige mathematische Wahrscheinlichkeitstheorie, sondern nur den computerlinguistischen Aspekt. Und jetzt nochmal eine Zusammenstellung, sozusagen als Aufgabenstellung für unsere Entwicklung der Wahrscheinlichkeitstheorie, was wir davon haben wollen. Also worum es geht, ist, dass wir die Häufigkeiten von linguistischen Einheiten, und das können linguistische Einheiten auf allen Ebenen sein, also es können einzelne Buchstaben oder Zeichen sein, wir können über Häufigkeiten von Wörtern reden, Häufigkeiten von ganzen Phrasen, Häufigkeiten von Wortarten, dazu würde zum Beispiel Information gehören, dass Time viel häufiger als Substantiv vorkommt, als das Verb, Häufigkeit von syntaktischen Konstruktionen, vor allem also ob jetzt ditransitiv oder monotransitiv häufiger ist oder dass zum Beispiel typischerweise eine Präpositionalphrase hinter einer Nominalphrase steht, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit in Spontansprache aber auch davor stehen kann. Also das ist so diese Häufigkeitsinformation, die wir verwenden möchten und so weiter. Oder auch die verschiedenen Lesarten. Das wären jetzt noch nichts mit weniger mit semantischen Lesarten, es waren immer schon Ambiguität in der syntaktischen Kategorie, also im Part of Speech. Aber für Lesarten gilt natürlich das Gleiche, dass Wörter, mehrdeutige Wörter, oft eine bevorzugte Lesart haben. Und es geht eben um diese Häufigkeit dieser linguistischen Einheiten in der Sprache. Ich sage hier sehr schwammig Sprache, es gibt natürlich nicht die Sprache. Wir meinen damit normalerweise natürlich eine spezifische Sprache wie Deutsch oder Englisch. Und oft auch noch spezifischer. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, eine typische Quelle für solche Häufigkeitsinformationen sind Zeitungstexte. Wir können nämlich da ziemlich große Textsammlungen zusammenstellen. Damit machen wir dann natürlich nicht Aussagen über die deutsche Sprache an sich, sondern nur über geschriebenes Deutsch und da innerhalb des geschriebenen Deutsch auch wieder ein ganz bestimmtes Register, nämlich journalistische Texte. Die haben andere Eigenschaften als zum Beispiel populärwissenschaftliche Texte oder literarische Werke oder Gesetze zum Beispiel, juristische Texte sind ja auch geschriebenes Deutsch, haben aber auch wieder ganz andere sprachliche Eigenschaften. Also meistens machen wir eigentlich Aussagen über Häufigkeiten in einer bestimmten Teilsprache. Und schließlich wollen wir den Kontext auch noch in Betracht ziehen können. Meistens natürlich nicht auf so einer hohen Ebene wie die Sache mit diesem Ameisenhügel mit einer Brille. Das ist was bis jetzt noch nur Menschen wirklich verarbeiten können. Solche sozusagen Kontext in der realen Welt oder im Weltmodell. Aber wir werden Kontext einfach linguistisch auf den Text beziehen. Also wir wollen Häufigkeit in Abhängigkeit von dem, was drumherum steht, uns anschauen. Das brauchen wir zum Beispiel schon, um zwischen ditransitiven und monotransitiven zu unterscheiden. Also ob jetzt die Ditransitivkonstruktion oder die monotransitive Konstruktion häufig ist. Wahrscheinlich die monotransitive, die natürlich mit viel mehr Verben vorkommen kann. Die Information bringt aber wenig, denn dann, wenn wir nur die reinstecken im System, wird es ja immer monotransitiv bevorzugen. Was wir wissen wollen, ist jetzt die Ditransitive, wie häufig oder wahrscheinlich ist die Ditransitive Konstruktion gegeben, dass unser Verb GIF ist oder gegeben, dass unser Verb Feind ist und so weiter. Also wir brauchen hier, wir haben immer solche, in den meisten Fällen Wahrscheinlichkeiten gegeben, einen gewissen Kontext. Also der wird typischerweise wieder auch als Zeichen, Wörter, Konstruktionen, Sätze und so weiter ausgedrückt werden. Idealerweise eben auch die anderen Faktoren berücksichtigen, externes Weltwissen berücksichtigen, aber das macht es dann ziemlich schwierig. Wir werden es hier jetzt also auf diesen rein innertextuellen, rein sprachlichen Kontext beschränken. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine sehr einfache Anwendung, mit der wir mal das Ganze einführen können, unsere ersten Schritte in die Wahrscheinlichkeitstheorie wagen, und das ist das Lückenfüllen. Also wenn Sie jetzt einen handgeschriebenen Text von mir sehen würden, dann würde der für Sie wahrscheinlich ungefähr so aussehen.
für mich selbst manchmal auch. Können Sie es trotzdem lesen? Irgendwo Probleme? Eigentlich nicht. Hier fällt es natürlich auf, die Lücken sind ein bisschen, über die stolpert man erstmal, aber wenn es einfach unleserliche Buchstaben wären, dann würden Sie wahrscheinlich gar nicht merken, dass Sie die nicht lesen können. So wie man auch, wenn man einen Text relativ schnell liest, oft orthografische Fehler, Rechtschreibfehler gar nicht bemerkt, sondern eigentlich im Kopf automatisch korrigiert. Merken tun Sie es meistens, wenn es dann um Eigennamen geht. Also wenn dann der Name von einer Person steht und Sie können was nicht lesen, dann wird es schwer zu raten, was da stehen könnte. Hier raten wir es. Ja, woran raten wir das eigentlich? Also eine Erklärung wäre, dass wir einfach die Wörter kennen. Also Sie sehen hier mit der Lücke, wenn man ein Kreuzworträtsel halbwegs gut ist, weiß man sofort, das kann eigentlich nur Garten sein. Hier ist vielleicht Haus und Maus, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber so im ganzen Kontext passt Haus einfach besser. Also das offenbar geht es auch ein bisschen im Kontext. Also es ist durchaus plausibel, dass wir da Häufigkeitsinformationen irgendwie nutzen. Menschen sind wir richtig gut dabei, da Sie ja im ersten Semester gelernt haben, mit Linux umzugehen, müssten Sie das jetzt eigentlich verstehen können. Kann es jemand entziffern? Ja, jemand rausgekriegt? Ganz. If you can read this, you must be using Unix traditionally, yes. Genau, also das ist eigentlich ein Witz aus den 1970er Jahren, den Linux-Nutzer eigentlich auch immer noch verstehen müssen. Also er spielt einfach darauf an, dass diese ganzen Kommandozeilenbefehle in Unix-Betriebssystemen meistens so völlig kryptische Abkürzungen sind, die gar keine Vokale enthalten, wie MV für Move und so weiter, und hat es einfach mal auf natürliche Sprache angewendet. Also dass wir sowas noch ausfüllen können, zeigt doch, dass wir wirklich sehr gut drin sind, Lückentexte auszufüllen. So. Also, wir werden jetzt mal versuchen, wie gut wir sowas mit dem Computer hinkriegen, mit Hilfe wahrscheinlichkeitstheoretischer Ansätze. Im Grunde haben wir es ja hier auch mit dem Disambiguierungsproblem zu tun. Das ist also ein ganz gutes Modell für die anderen Disambiguierungsprobleme, die wir zu lösen haben. Denn, also Disambiguierung in dem Sinn, dass in jeder dieser leeren Plätze, die mit diesen blauen Unterstrichen gekennzeichnet sind, kann ja einer von 26 Buchstaben stehen. Also wir haben hier 26 Möglichkeiten und müssen entscheiden, welche von denen die korrekte ist. Und ganz offensichtlich haben wir irgendwie Kontextwissen verwendet, also zum Beispiel um hier eben Haus zu erkennen. Das können wir nur, indem wir auch irgendwie den Kontext berücksichtigen. So. Genau, also hier sind nochmal Beispiele, die zeigen, dass wir, also wir wollen es jetzt mal einfacher machen. Also bei dem Haus haben wir ja irgendwie schon ein wahrscheinlich Verständnis verwendet, aber in vielen Fällen kann man doch, Sie sehen sofort, was da reingehört. Interesting, hard. Das ist gar nicht gemacht, weil es so offensichtlich ist. Also genügt uns das Wort. Also man könnte natürlich sagen, okay, wir erkennen das ganze Wort. Aber man könnte auch sagen, ja, vielleicht raten wir auch, also auch wenn wir das ganze Wort nicht sehen, können wir vielleicht den gewissen Kontext anhand der Buchstaben, die davor und danach stehen. Also im Prinzip wäre die Idee für ihn die Buchstaben, die davor und danach stehen. Genau. Und ich will jetzt nochmal argumentieren, dass tatsächlich hier Häufigkeit eine Rolle spielt und es nicht nur darum geht, dass wir sozusagen unsere mentale Wortliste mit diesem Muster abgleichen, wie beim Kreuzworträtseln. Wie heißt dieses Wort? Rufen Sie es einfach rein, wenn Sie es wissen. Impossible. Ist das die einzige Möglichkeit? Impossible. Genau, impossible ist eine zweite Interpretation, also unpassierbar. Auch bei Muttersprachlern ist es oft so, dass die Impossible kriegt jeder sofort. Impossible auch Leute, die das kennen, und Muttersprachler brauchen einige Zeit, bis sie draufkommen. Erst wenn man sagt, da gibt es noch eine andere Liste, da könnte noch was anderes passen. Ist auch kein Wunder, Impossible ist sehr viel häufiger im Englischen als Impossible. Noch ein Beispiel. Was ist das? Gold und Ned, also Ziege und Stechmücke. Die haben wir sofort, die sind beide recht häufig. Gibt es noch ein anderes? Da muss man jetzt schon ein großes Vokabular haben. Als ich das Beispiel mir überlegt habe, habe ich im Korpus gesucht, muss ich gestehen. Es gibt noch Ghat, das sind eine Treppe, die zum Fluss runterführt und zu den religiösen Zeremonien verwendet wird. In britischen Wörterbüchern findet man halt sowas aus Kolonialgründen.
britische Muttersprache kennen den Begriff meistens auch. Also die begegnen dem in ihrer Umgebung. Aber der ist natürlich extrem selten und darin denkt, wenn man das sieht, keiner. Also da braucht man schon erfahrene Kreuzworträtsel, die dann auch die seltsamsten Wörter finden. Und hier nochmal, um es vielleicht ganz deutlich zu machen, worauf ich hinaus will. Was ist das? Das kann alles Bark, Back, Bank und so weiter. Auch da gibt es wieder Bars und Walk, also etwas weniger häufige. Aber Sie sehen, bei Impossible haben Sie nochmal das Gefühl gehabt, das ist eindeutig. Bei dem Good und Mad war es schon, kommt man relativ schnell drauf, dass es ein zweites gibt. Hier sieht man, hier weiß man gar nicht, welches Wort. Beim anderen haben wir das Gefühl, man weiß sofort, welches Wort gemeint ist. Hier merkt man sofort, dass oder findet keine Lösung, weil es eben mehrere verschiedene gibt. Und das liegt daran, dass die Wörter Back, Bang, Bark ziemlich ähnliche Häufigkeiten haben. Also je mehr Möglichkeiten mit hohen Häufigkeiten wir kriegen, es gibt, desto eher erkennen wir eine Ambiguität. Das legt für mich doch sehr nahe, dass es sich hier um Häufigkeitsinformationen handelt. So, wir wollen jetzt dieses Lückenfüllerspiel lernen, dieses Lückenfüllerspiel mit dem Computer zu spielen, aber wir machen es uns erstmal ein bisschen einfacher, weil es mit dem Lückenfüllen gar nicht ganz so trivial ist, und spielen das Galgenspiel. Kennen das noch alle oder ist das was aus meiner Zeit? Das ist auf Englisch Hangman, beziehungsweise wir spielen nicht Hangman, sondern wir spielen ein Spiel, das sich Hangman Plus Plus nenne, eine viel schönere, leicht modifizierte Version, die den Vorteil hat, dass uns genau auf die richtige Art von Wahrscheinlichkeitstheorie führt. Also das ist genau sozusagen so konstruiert, dass wir dann das zur Wahrscheinlichkeitstheorie passt. Sondern es sieht jetzt so aus, dass es nicht darum geht, ein komplettes Wort zu raten, sondern dass wir einfach einen Textausschnitt kriegen. Wir wissen, also wir werden uns jetzt eigentlich mal Wörter anschauen. Das Wichtige ist aber, wir wissen nicht, wo das Wort anfängt und endet, wie viele Buchstaben es hat. Das macht es sehr schwer, jetzt komplette Wörter zu raten, weil sonst, wenn man wissen, wie lang es ist bei Hangman, dann fängt man relativ schnell an, Wörter zu raten oder kann schauen, was ist der typische Buchstabe am Anfang oder am Wortende. Das wollen wir mal ausschließen. Wir wollen einfach alle Positionen gleich behandeln. Deswegen wissen wir nicht, wo Wörter anfangen und aufhören in diesem Text. Und eine andere Änderung ist, wir machen es auch ein bisschen schwieriger, ist es mit Ansagen. Das heißt, man darf nicht nur Buchstaben raten, sondern muss die Buchstaben für eine bestimmte Position im Wort raten. Also muss sagen, an der Stelle, glaube ich, da steht ein A. Genau, und die Belohnung ist auch ein bisschen anders. Beim normalen Galgenspiel wird man dadurch belohnt, wenn man richtig rät, dass alle Vorkommen des Buchstabens gezeigt werden. Hier bekommt man tatsächlich nur die, die man direkt geraten hat. Das heißt, der Buchstabe kann später auch noch an anderen Positionen vorkommen, das weiß man dann nicht. Aber man kriegt als Belohnung einen zufälligen anderen Buchstaben aufgedeckt. So, und jetzt, genau. Jetzt wollen wir das mal spielen. Wir werden uns jetzt auch wieder völlig auf den Anfang des Spiels konzentrieren, also da, wo man noch gar nichts oder wenige Buchstaben hat. Da kann man eigentlich nur einzelne Buchstaben raten und sich die wenigen Zeichen, die schon gezeigt sind, anschauen als Kontext. Wenn sehr viel zu sehen ist, dann wird man natürlich versuchen, das ganze Wort zu raten, das ganze Wort zu erkennen. Also darum, das wollen wir jetzt bewusst ausklammern und uns nur an eine gute Strategie für den Anfang dieses Spiels überlegen. Also so könnte das aussehen. Hier ist irgendwo ein Wort versteckt. Es geht nach links und rechts beliebig weiter. Wir wissen also nicht, wo die Wortgrenze ist. Wir müssen uns jetzt irgendeine Position aussuchen und dann Buchstaben raten. So, was würden Sie, wenn Sie die Wahl haben, da entweder E oder ein Q zu raten, was würden Sie nehmen? E. E. Warum? Okay. Ist viel geringer, viel häufiger. Also die Chancen, richtig zu raten, sind viel besser. Und das wären also, gut, das wäre jetzt das klassische Hangman-Spiel, dann hätte man so ziemlich schnell das Wort gewusst. Also so funktioniert es im Prinzip. Okay. Jetzt wollen wir diese Intuition, die wir gerade hatten, wir fangen an, den häufigen Buchstaben zu raten, die wollen wir jetzt formalisieren, beziehungsweise mit sowas wollen wir rechnen können. Da stellt sich erstmal die Frage, wie viele, also wir wollen eigentlich zählen, wie viele E's und wie viele Q's gibt es und was ist das Häufigere. Wie viele E's gibt es wohl im Englischen? Da gibt es jetzt verschiedene Probleme. Also erstens mal gibt es zwei mögliche Antworten. Es gibt eigentlich nur zwei mögliche Antworten auf die Frage, wie viele E's gibt es in der englischen Sprache. Entweder Sie sagen 1, es gibt nämlich den Buchstaben E nur einmal. Das wäre eine sogenannte Typenhäufigkeit. Also Typen sind unterschiedliche Dinge.
Oft macht man es auf Wortebene, also Worttypen sind verschiedene Wörter, so wie sie im Wörterbuch verzeichnet sind. Das interessiert uns in der statistischen Computerlinguistik meistens, in der statistischen Sprachverarbeitung meistens nicht. Also meistens interessieren wir uns für die Vorkommenshäufigkeit von so einem Typ und nicht dafür, wie viele verschiedene Typen es gibt. Also wir reden nicht über Typen, sondern über die sogenannten Token, also die Vorkommen von den Typen. Und was uns interessiert, sind die Tokenhäufigkeiten von E und von Q. Und da gibt es eigentlich auch nur eine richtige Antwort auf die Frage, wie viele Token E gibt es in der englischen Sprache? Die Antwort ist unendlich viele, weil es gibt ja irgendwie, es gibt keinen Textbestand der englischen Sprache. Es wird ständig neuer Text produziert und jede Zahl, die Sie sagen würden, könnte man widerlegen, indem man noch mehr E's findet in einem neuen Text. Also kann man eigentlich nur sagen, es gibt unendlich viele. Deswegen kann man, und das ist was, was jetzt, eigentlich machen wir ein kleines bisschen, spielt ja auch die Korpuslinguistik rein. Es macht in der Sprache eigentlich nie Sinn, über eine absolute Häufigkeit in der Sprache zu reden. Man kann nur von relativen Häufigkeiten reden, in Bezug auf irgendeine Maßeinheit. Also zum Beispiel, wie viele E's pro 1000 Zeichen Text oder Sie können auch fragen, wie viele E's pro Seite Text, aber das hängt natürlich davon ab, wie eng die Seite bedruckt ist. Deswegen ist eigentlich am sinnvollsten, so eine Maßeinheit zu nehmen, die der Einheit entspricht, die man misst. Also da ich ja hier eine Aussage über Buchstaben machen will, ist die natürliche Maßeinheit auch ein Vorkommen von Buchstaben. Also will ich eigentlich sagen, wie viele E's kommen pro 1000 Buchstaben vor oder anders ausgedrückt, was ist der Prozentzahl der E's unter allen Buchstabentoken in der englischen Sprache? So eine relative Häufigkeit macht natürlich Sinn, man kann sich vorstellen, dass Englisch als ein riesiger Sprachbestand, eben unendlich großer, im Prinzip unendlich großer Sprachbestand, kann ich trotzdem noch sagen, 16% von allen diesen Buchstabentoken sind E's. Also das macht auch unendlich große Sinn. Deswegen arbeitet man in der Korpuslinguistik und dann auch in der statistischen Sprachverarbeitung immer mit relativen Häufigkeiten. Bestimmen muss man die natürlich irgendwie noch und wir können natürlich nicht diese unendliche Sprache auszählen. Deswegen nehmen wir dann einen endlichen Ausschnitt der Sprache, also eine Textsammlung, als Basis und zählt die relative, bestimmt die relative Häufigkeit zum Beispiel von E's in der Textsammlung. So eine Textsammlung, gerade eine, die repräsentativ für die Sprache sein soll, bezeichnen wir als Korpus, also das, worum es in der Korpuslinguistik geht. Wir steigen hier nicht tiefer ein, also eigentlich können wir jetzt einiges noch sagen darüber, wie Korpora zusammengestellt werden. Das lernen Sie alles in einem Jahr dann im Korpuslinguistik-Modul. Aber stellen Sie sich vor, als ein Korpus als eine Art Stichprobe der Sprache, sodass die Häufigkeiten, die wir im Korpus finden, die relativen Häufigkeiten repräsentativ für die Sprache sind. Also wir schneiden praktisch zufällig so einen Teil raus und in dem erwarten wir dann natürlich auch ungefähr so. Das sollte irgendwie orthogonal zu einer Unterscheidung sein, erwarten wir dann auch so ungefähr 16% E's zu finden, wenn es tatsächlich die relative Häufigkeit 16% ist. Wir werden jetzt viele Beispiele mit einem der ersten großen elektronischen Korpora machen, dem Brown Corpus. Also der wurde Anfang der 60er Jahre zusammengestellt mit Texten aus dem Jahr 1961. Damals 1 Million Wörter zusammenzustellen, war schon eine sehr beeindruckende und mühevolle Aufgabe, die mussten alle von Hand elektronisch erfasst werden, noch so mit allen Teletextmaschinen, also praktisch eine elektrifizierte Schreibmaschine, wurden auf Lochkarten dann gespeichert und alleine eine Suche in dem Korpus, also um die Anzahl, um die E's in dem Korpus auszuzählen, mussten sie zu einer Universität gehen, dort ihren Hochleistungscomputer für ein Wochenende mieten und es hat tatsächlich dann mehrere Tage oft gedauert, dieses Korpus zu verarbeiten. Es war damals wirklich beeindruckend, was zusammen. Heute ist natürlich sowas viel zu klein, um irgendwas Interessantes zu machen. Heutzutage reden wir von Milliarden Wörtern Text oder noch mehr. Die meisten Beispiele, die wir jetzt anschauen, werden aber auf gerade diesem Brown Corpus auch basieren. Um Buchstabenhäufigkeiten auszuzählen, ist es natürlich völlig adäquat, völlig ausreichend. So. Und jetzt lernen Sie die wichtigste Begriff der Wahrscheinlichkeitstheorie, ist die Wahrscheinlichkeit. Da finden Sie verschiedene Notationen, das ist auch ganz gut zu kennen. Also die Wahrscheinlichkeit von irgendwas, zum Beispiel von dem, wird manchmal mit einem kleinen p bezeichnet, oft mit einem großen p. Gerade in
englischsprachigen Text und amerikanischen Texten auch mit PR für Probability. Und ich verwende hier dieses PR, um einfach Verwechslungen zu vermeiden, dass mit P irgendwas anderes gemeint sein könnte. Aber Sie werden alle diese Notationen finden und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Notationen. In einem Kontext sehen Sie meistens relativ schnell, was gemeint ist. So, die Definition von Wahrscheinlichkeit ist einfach die relative Häufigkeit von was. Also die Wahrscheinlichkeit von Buchstaben A ist die relative Häufigkeit, mit der dieser Buchstabe in der Sprache vorkommt. Sie sehen also, Wahrscheinlichkeit ist gar nichts Mystisches oder sehr besonders Schwieriges, es ist einfach nur ein Begriff in dieser Verwendung der Art von Wahrscheinlichkeitstheorie, die wir brauchen, eigentlich nur ein Begriff für relative Häufigkeit. So. Anhand des Brown-Korpus würden wir zum Beispiel sowas finden, das sind die Wahrscheinlichkeiten aller 26 Buchstaben, also die relativen Häufigkeiten. 8,1% aller Buchstabentoken, also hier wird das Leerzeichen ausgelassen, ich habe nur die echten Buchstaben, auch Ziffern ausgelassen, nur Buchstaben gezählt, also 8,1% sind A's, 12,5% sind E's, und das ist, wie Sie sehen, auch der häufigste Buchstabe, während das Q nur 0,1% aller Buchstabentoken ausmacht, also die Entscheidung, lieber E als Q zu nehmen, war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Sonst hätten wir da wenig Punkte gemacht. Okay, das ist jetzt was wir natürlich leicht berechnen können. Das heißt, wenn wir ein entsprechendes Programm, Python-Programmchen geschrieben haben, um anhand des Brown-Korpus die Wahrscheinlichkeiten aller 26 Buchstaben zu bestimmen, dann hätten wir schon Entscheidungskriterien für den Computer, was der erste Zug ist im Hangman-Spiel. Also der Computer soll hier jetzt immer den Spieler simulieren, der es lösen muss. Das muss ich noch kurz sagen. Ich habe hier die Wahrscheinlichkeiten als Prozentzahlen angegeben, weil das sehr intuitiv ist. Ich finde es sehr intuitiv. Es ist aber gängig, die als Dezimalbrüche anzugeben, also als ein Verhältnis zwischen 0 und 1. 1 entspricht 100%. Und weil die ja immer mit einer 0 anfangen, weil die fast immer kleiner als 1 sind, ist es auch üblich, diese 0 vor dem Dezimalpunkt wegzulassen. Das heißt, statt 12,5% oder 4%, würden wir schreiben .1254. Da habe ich jetzt abgeschnitten. Nicht. Und statt 8,09% würden wir schreiben .0809. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also versuchen wir möglichst schnell zu lernen, das umzurechnen, dass Ihnen klar ist, dass zum Beispiel bei dem Q jetzt 0,1% gemeint sind. So, und wenn wir das berechnet haben, dann ist es natürlich sehr leicht, den ersten Schritt zu machen. Wir sortieren die Buchstaben einfach nach ihrer Häufigkeit. Jetzt steht der häufigste Buchstabe des B ganz oben. Und wir wissen auch, wie gut die Entscheidung ist. Wir haben, das ist nämlich das Schöne an diesem ganz wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansatz, ist, dass es uns ja nicht nur sagt, was wir tun sollen, nämlich ein E einsetzen, sondern uns auch sagt, wie groß unsere Erfolgschancen dabei sind. Da ich ja jetzt irgendeine Position rate, ist natürlich die Chance, dass da ein E steht, genau 12,54%. Wenn ich aus einem großen Text irgendeinen Buchstaben ausgreife, ist ja die Chance, dass der ein E ist, 12,54%. Wenn ich es 100 Mal mache, würde ich ungefähr 12,5 Mal ein E kriegen. Ich denke, das ist auch intuitiv klar, dass die Wahrscheinlichkeit im Sinn des Erfolgs beim Zufallsexperiment der relativen Häufigkeit entspricht. So, und die zweitbeste Möglichkeit wäre ein T. Und wir wissen jetzt auch, dass eben unsere Erfolgschance um gut 3 Prozentpunkte besser ist, wenn wir E statt ein T nehmen und so weiter. Also, dass wir hier auch die Erfolgschancen beziffern können, ist ein großer Vorteil. Ich glaube, das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum diese wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansätze in den 90er Jahren so erfolgreich waren. Da wird nämlich dann ganz gnadenlos auf Erfolgschancen optimiert. Und da wir die ja relativ genau berechnen können, kann man eben immer genau die Entscheidung treffen, die die besten Erfolgschancen verspricht und damit dann insgesamt auch sehr gute Ergebnisse erzielen. So, jetzt müssen wir ein bisschen formale Notation machen. Was ich hier gerade gezeigt habe, ist das, was man in der Wahrscheinlichkeitstheorie einen Wahrscheinlichkeitsraum nennt, also auf Englisch Probability Space. Ein Wahrscheinlichkeitsraum besteht hier aus den Buchstaben, der besteht aus den verschiedenen Dingen, deren Wahrscheinlichkeiten wir messen wollen. Und die Summe der Wahrscheinlichkeiten dieser verschiedenen, also
im Prinzip haben wir die Elemente des Wahrscheinlichkeitsraums, sind die Typen, dass hier im Buchstaben geht, also die Typen, die 26 Typen von Buchstaben im Englischen. Und die Bedingung ist, dass diese Wahrscheinlichkeiten sich immer zu 1 aufaddieren. Das heißt einfach, dass wir hier, dass die Typen disjunkt sind, also dass ich an einer Stelle im Text an einem Token nicht zwei verschiedene Typen haben kann. Da steht entweder ein E oder ein U, aber nicht beides. Und zum anderen, dass es exhaustiv ist, dass also jede Position einer dieser Typen vorkommen muss. Wir dürfen also nicht einen Wahrscheinlichkeitsraum nur für Konsonanten zum Beispiel machen, sondern wir wollen damit das gesamte Token-Inventar abdecken. Und das gibt uns diese, das ist eigentlich schon die wichtigste Eigenschaft, die, man nennt das auch Elementarwahrscheinlichkeiten für die grundlegenden Typen oder Elemente des Wahrscheinlichkeitsraums, die müssen sich zu 1 aufaddieren. In dem Beispiel, wenn Sie es mal durchrechnen, dann wird es sehr hoffentlich stimmen. Hier vielleicht nicht, wenn das natürlich Rundungsungenauigkeiten gibt, aber bis auf die Rundungsfehler müsste es genau hinkommen. Das zeigt nur, dass ich korrekt gezählt habe, mit diesem Beispiel gemacht. So, und wie ich schon gerade gesagt hatte, diese Wahrscheinlichkeit als relative Häufigkeit kann auch als eine Erfolgswahrscheinlichkeit im Zufallsexperiment gedeutet werden. Das Experiment ist, dass ich in die Sprache reingreife und mir ein Token rausgreife, völlig zufällig. Die Chance, dass ich dort ein E finde, ist eben genau die relative Häufigkeit für ein E. Oder zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für ein B, dass ich ein B finde, ist die relative Häufigkeit, nämlich 1,5%. Sowas, so ein zufälliges, das, wie schon gesagt, nehmen wir es ein Zufallsexperiment, also irgendwas, dessen Ergebnis zufällig und nicht vorhersagbar ist, wird als Zufallsexperiment bezeichnet. Und das Ergebnis von so einem Experiment wird als Ausgang des Experiments bezeichnet, auf Englisch Outcome. Also was hier drin steht, die Elemente des Wahrscheinlichkeitsraums, das sind die möglichen Ausgänge des zugrunde liegenden Zufallsexperimentes. So wird es mathematisch gedeutet. In unseren Fällen werden diese Ausgänge immer den Typen entsprechen und das Zufallsexperiment besteht darin, dass ich mir ein Token aus der Sprache rausgreife. So. Damit ist, wie gerade gesagt, der Wahrscheinlichkeitsraum, die Menge aller möglichen Ausgänge, wird üblicherweise mit dem großen griechischen Omega bezeichnet. Also groß Omega ist der Wahrscheinlichkeitsraum. Sie übersetzen das jetzt immer in die Typen, die in Frage kommen. Und damit haben wir die allgemeine Definition der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also sozusagen ein Wahrscheinlichkeitsraum besteht aus der Menge der Ausgänge des Experiments und der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und diese sogenannten Elementarwahrscheinlichkeiten, die können fast völlig beliebig zugewiesen werden. Also ich kriege immer einen Wahrscheinlichkeitsraum. Ich möchte hier natürlich einen haben, der tatsächlichen Verhältnissen der Sprache entspricht, aber in der mathematischen Definition habe ich mit beliebigen Zuweisungen dieser Elementarwahrscheinlichkeit einen Wahrscheinlichkeitsraum. Die Bedingung ist natürlich, jede einzelne Elementarwahrscheinlichkeit muss irgendwo zwischen 0 und 1 liegen, alles andere würde ja keinen Sinn machen, negative Werte sind nicht erlaubt und sie sollen sich alle zu 1 aufaddieren. Das ist das typische, die Summennotation werde ich jetzt natürlich oft brauchen. Wenn ich über alle Ausgänge aufsummieren will, dann ist das eine Summe über die Elemente x des Wahrscheinlichkeitsraums. Also das ist dasselbe, was ich hier oben für den konkreten Wahrscheinlichkeitsraum hier aufgeschrieben habe. Also das hier ist die vollständige mathematische Definition von einem Wahrscheinlichkeitsraum. So, wie gesagt, damit können wir den ersten Schritt im Hangman-Spiel machen, aber sonst noch sehr wenig. Da ich jetzt, im Prinzip ist es nichts anderes als eine Tabelle von relativen Häufigkeiten. Also wenn wir hier stehen bleiben würden, hätten wir natürlich nicht wirklich was gewonnen. Interessant ist, da wir jetzt den Wahrscheinlichkeitsraum als Menge definiert haben, können wir nicht mehr nur über Ausgänge von einem Experiment sprechen, sondern über auch allgemeinere, das Verallgemeinern zu sogenannten Ereignissen. Also Event heißt auf Deutsch Ereignis. Ein Ereignis wird definiert als eine Teilmenge des Wahrscheinlichkeitsraums, also eine Menge von Ausgängen. Zum Beispiel könnte ein Ereignis sein, dass ich, wenn ich zufällig eine Position greife, ein Vokal finde oder einen Konsonanten finde oder ein Plosiv, ein Verschlusslaut. Also das Vokalereignis wäre die Menge, die aus allen Vokalen A, E, I, O, U besteht. Das Verschlusslautereignis wäre die Menge, die aus den Verschlusslauten P, T, K, D und G besteht.
Genau, und wir sagen, dieses Ereignis tritt ein, wenn wir eben einen der Ausgänge kriegen, die in der Menge drinsteht. Also wenn ich einen der fünf Vokale bekomme bei meinem Zufallsexperiment, dann tritt das Ereignis Vokal ein. Damit ist auch naheliegend, was die Wahrscheinlichkeit, die relative Häufigkeit von dem Ereignis Vokal ist. Die Häufigkeit, relative Häufigkeiten von Vokalen im Englischen, ist doch ganz offensichtlich die Summe der Häufigkeiten von A, E, I, O und U. Und das ist allgemein so, es ist eigentlich jetzt nicht eine Eigenschaft, sondern eine Definition. Die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis als Teilmenge des Wahrscheinlichkeitsraums ist definiert als die Summe der Elementarwahrscheinlichkeiten für alle Ausgänge, die zu dem Ereignis gehören, also als Summe über die einzelnen Elemente des Ereignisses. So. Warum bin ich jetzt so begeistert von den Ereignissen? Sie erinnern sich doch, dass wir im Winter ein bisschen was über Mengentheorie, Mengenlehre auch gelernt haben. Und dadurch, dass wir Ereignisse als Teilmengen definieren, kann ich jetzt natürlich auch alles, was wir aus der Mengenlehre kennen, anwenden, insbesondere Mengenoperationen. Also, sagen wir mal so rechteckig, stelle ich meinen Wahrscheinlichkeitsraum Omega dar. Und wenn ich jetzt zwei Ereignisse A und B habe, dann kann ich die auf verschiedene, oder zwei Teilmengen an B, kann ich die auf verschiedene Weisen verknüpfen. Wir hatten ja zum Beispiel die Vereinigungsmenge. Die besteht aus allen Elementareignissen, die entweder zu A oder zu B gehören. Das heißt, dieses Ereignis Vereinigung von A und B tritt doch ein, wenn ich entweder was habe, was zu A gehört oder zu B gehört, oder was im Schnitt, was das zu beiden gehört. Das entspricht das dem logischen Oder-Verknüpfung von den zwei Ereignissen. Also ich habe hier die Ereignisse, die ich hier eingeführt habe, die habe ich ja schon über Eigenschaften definiert oder über Eigenschaften erläutert. Definiert sind sie einfach als Teilmengen, aber die Interpretation ist natürlich, dass es hierbei um Vokale und da um Verschlusslaute handelt. Das heißt, wenn ich die Vereinigung von den beiden bilde, dann kriege ich die Eigenschaft, dass etwas entweder ein Vokal oder ein Verschlusslaut ist. Und damit entspricht es eben genau einer Oder-Verknüpfung, einer logischen Oder-Verknüpfung. Wenn ich hingegen die Schnittmenge nehme, die wäre in dem Fall natürlich leer, aber es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie bei den Konsonanten Fortis- und Lingis-Laute unterscheide und das mit den Verschlusslauten schneide, dann würde ich bei den Fortis dann die PTK nur kriegen, nicht die BDG. Also die Schnittmenge, das entspricht dem, dass beide Eigenschaften zutreffen. Man sagt, dass beide Ereignisse eintreten, also eine Unverknüpfung. Und dann haben wir ja noch die Differenzmenge. Das A minus B, im Englischen oft auch einfach so Minuszeichen geschrieben, im Deutschen mit diesem Backslash. Also A minus B ist die Menge aller Ereignisse, die zu A gehört, aber nicht zu B. Es wird also die Schnittmenge rausgeschrieben. Das könnte man als A, aber nicht B bezeichnen, also alle, die die Eigenschaft A und nicht die Eigenschaft B haben. Und schließlich die Komplementmenge, die hatten wir im Wintersemester mit so einem Schreibschrift C als Komplementzeichen bezeichnet. In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist es sehr üblich, einfach einen Strich über die Menge zu einem Querstrich drüber zu setzen. Also A quer ist die Komplementmenge, alles außer A. Also hier meine Menge A habe, wäre die Komplementmenge ja alles, was außerhalb liegt, also der gesamte Wahrscheinlichkeitsraum Omega, ohne das A. Und das heißt ja genau, dass irgendwas eintritt, was eben nicht zu dem Ereignis gehört, als dass das Ereignis nicht eintritt. Also entspricht das einer logischen Negation. Im Moment erlaubt uns das zum Beispiel mal ein paar Sachen kompakter zu definieren. Wir können zum Beispiel das Ereignis Konsonant, hier als AC bezeichnet, definieren als das Komplement vom Vokalereignis. Dann müssen wir nicht alle 21 Konsonanten hier aufführen, also alle 21 Nicht-Vokale aufführen, sondern können es wesentlich kompakter hinschreiben. So. Das habe ich ja schon erwähnt. Die Ausgänge des Experiments, Ausgänge der Elemente des Wahrscheinlichkeitsraums, die werden auch als Elementarereignisse bezeichnet. Und das erklärt sich jetzt, glaube ich, auch, warum man die so nennt. Denn ich kann ja
sagen wir, dieses Ergebnis X nehmen wir doch mal wieder. A. Wenn wir also so ein Outcome A haben, ist ein Element des Wahrscheinlichkeitsraums. Das kann ich doch gewissermaßen gleichsetzen mit der Menge, die nur A enthält. Sowas haben wir im Winter auch mal gemacht in formalen Sprachen. Da haben wir doch dann ein Wort, formales Wort, gleichgesetzt mit der Sprache, die nur aus diesem Wort besteht. Also man macht oft solche, oder ein Zeichen gleichgesetzt mit dem Wort der Länge 1. Man macht oft solche Gleichsetzungen. Aber formal handelt es sich hier eben um eine Teilmenge von Omega als ein Ereignis und hier um ein Element von Omega. Das heißt, die Teilmengen, die Ereignisse, die nur ein Element enthalten, die entsprechen genau den Ausgängen und deswegen werden die als Elementarereignisse. Also ich könnte sozusagen, der Wahrscheinlichkeitsraum ist definiert, indem ich für jedes Elementarereignis eine Wahrscheinlichkeit festlege. Das ist aber jetzt eigentlich nur zur Notation. Meistens intuitiv völlig klar. Noch ein bisschen mehr zu den mengentheoretischen Beziehungen. Also interessant ist wirklich, dass wir die mengentheoretischen Beziehungen hier als logische Verknüpfungen von Ereignissen behandeln können. Und auch bestimmte besondere Ereignisse, zum Beispiel der Wahrscheinlichkeitsraum selber, ist ja auch ein Ereignis, eine Teilmenge von Omega. Das nennt man das sichere Ereignis, denn das muss ja immer eintreten. Mein Outcome muss immer ein Element des Wahrscheinlichkeitsraums sein, liegt also immer in Omega und damit tritt es immer ein. Die leere Menge, also das ist jetzt die leere Menge, die ist auch ein Ereignis, ist eine Teilmenge von Omega, die kann natürlich nie eintreten. Ich kann ja nie was kriegen, was in der leeren Menge liegt, also ist das das unmögliche Ereignis. Das nächste ist nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn ein Ereignis A ganz in dem Teil Ereignis B enthalten ist, dann ist es die Beziehung, das ist eine Implikationsbeziehung, nämlich A impliziert B, beziehungsweise A folgt B. Da muss man manchmal ein bisschen um die Ecke und muss sich die richtige Reihenfolge in Erinnerung rufen, das ist nicht immer völlig intuitiv, also sozusagen die kleinere Menge impliziert die größere, aus der folgt die größere, denn wenn ich ein Outcome kriege bei meinem Zufallsexperiment, das in A liegt, dann weiß ich, es muss auch in B liegen. Umgekehrt, wenn ich was habe, was in B liegt, dann muss es nicht notwendigerweise in A liegen. Deswegen ist also die Teilmenge, aus der folgt dann das größte Ereignis. Was wollte ich gerade sagen? Ja, hier ist noch wichtig, sich klarzumachen, was hier eigentlich logische Zusammenhänge zwischen Ereignissen bedeuten. Aus A folgt B ist nicht ein kausaler oder zeitlicher Zusammenhang oder eine zeitliche Abfolge natürlich. Es sind ja immer Ereignisse, die beim gleichen Zufallsexperiment eintreten. Also ich greife einen Buchstabenturm aus der Sprache raus und dann ist die Frage, treten Ereignisse A und B für dieses eine Experiment ein? Und die Implikation heißt also, wenn ich zum Beispiel ein Plosiv, ein Verschlusslaut kriege, würde es ja implizieren, dass ich auch einen Konsonant bekommen habe. Und das sehe ich gerade in der Enthaltensrelation. Und schließlich, wenn zwei Mengen nicht überlappen, also wenn zwei Ereignisse nicht überlappen, das wird ja, dafür gibt es kein eigenes Symbol, es wird einfach so dargestellt, dass der Schnitt, also die Situation, wenn die nicht überlappen, bedeutet, dass die Schnittmenge leer ist, wird also immer so dargestellt. Das spielt übrigens dieses Nicht-Überlappen spielt eine ganz wichtige Rolle in der Wahrscheinlichkeitstheorie, deshalb sollten Sie sich an diese Notation gewöhnen, dass Sie sofort sich daran erinnern, das heißt einfach, die überlappen nicht. Die werden dann als unvereinbare Ereignisse bezeichnet. Das ist genau wie das Beispiel Verschlusslaut und Vokal. Da die keine Schnittmenge haben, können die nie gleichzeitig eintreten für das gleiche Experiment. Also sind diese beiden Ereignisse miteinander unvereinbar. Also wir haben jetzt sozusagen die wichtigsten logischen Zusammenhänge, können wir in Mengenoperationen auf den Ereignissen übersetzen. So. Jetzt habe ich hier nochmal ein paar Eigenschaften von solchen Wahrscheinlichkeitsfunktion dargestellt. Das sind alles Sachen, die sich aus der Definition, die sich ganz leicht ableiten, und zwar aus dieser Definition des Wahrscheinlichkeitsraums, dass ich Elementarwahrscheinlichkeiten festlege, die sich zu 1 aufaddieren,
und der Definition der Wahrscheinlichkeit von Ereignissen. Also wenn Sie das einsetzen in die Formeln, die wir jetzt sehen, dann können Sie ganz leicht nachweisen, dass die stimmen. Also eine offensichtliche Konsequenz ist, die Wahrscheinlichkeit von jedem Ereignis ist tatsächlich ein Wert zwischen 0 und 1, sonst könnten wir es auch nicht als Wahrscheinlichkeit interpretieren. Da das ja eine Summe über einen Teil der Elemente von Omega ist und die sich insgesamt zu 1 aufaddieren und alle Elementarwahrscheinlichkeiten nicht negativ sein können, ist offensichtlich, dass das gelten muss. Die Wahrscheinlichkeit des unmöglichen Ereignisses ist 0. Das ist, wir können sie auch wieder ganz formal definieren. Ich summiere über alle Elemente der leeren Menge auf, das ist eine leere Summation. Wenn ich über nichts aufaddiere, dann kriege ich halt 0 raus. Die Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses ist, wie man es vom sicheren Ereignis erwarten würde, 1. Aber auch mathematisch leicht nachzuvollziehen, ich summiere ja über alle Elemente von Omega auf und was die Summe über alle Elemente von Omega ist, das haben wir hier definiert, die muss 1 sein. Das war ja das Kriterium für den Wahrscheinlichkeitsraum. Also Sie sehen, diese Eigenschaften folgen jetzt sehr leicht aus den Definitionen. Vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich, aber leicht hier machen, das ist nachvollziehbar. Wenn A in B enthalten ist, dann muss die, also A aus AB folgt, dann muss die Wahrscheinlichkeit von A kleiner oder gleich der von B sein. Denn in allen Fällen, wo ein A eintritt, habe ich ja auch B. B kann aber auch noch in zusätzlichen Fällen eintreten. Mathematisch kriegt man so, die Wahrscheinlichkeit von B ist eine Summe über alle Elementareignisse, die in B liegen, also alle Outcomes in B. Die kann man aufteilen in die, die auch zu A gehören und die, die nur zu B gehören. Und wenn Sie die Summe jetzt so entsprechend aufteilen, die Definition der Wahrscheinlichkeit so in zwei Teilsummen aufteilen, ist die erste Teilsumme die Wahrscheinlichkeit von A und die zweite Teilsumme ist entweder leer, dann ist es 0, dann sind die gleich, oder da ist was drin, dann kriege ich noch mehr dazu, das ist ein positiven Wert, dann ist die Wahrscheinlichkeit von B größer als die von A. Dann, wenn Sie es genau nehmen wollen, Sie können nicht die Schlussfolgerung ziehen, wenn die Wahrscheinlichkeiten gleich sind, dann ist auch A gleich B, weil unsere Definition des Wahrscheinlichkeitsraums nicht ausschließt, dass es Elementareignisse wie eine Wahrscheinlichkeit von 0 gibt. Also es ist durchaus möglich, dass ich ein Elementareignis definiere, aber dieses nie eintreten kann, eine Wahrscheinlichkeit von 0. Die wichtigste Grundformel zum Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten ist diese Additivitätsformel. Die Wahrscheinlichkeiten von zwei Ereignissen addieren sich bei Vereinigung, aber nur dann, wenn die beiden Ereignisse unvereinbar sind. Das ist ja auch wieder, wenn Sie sich wieder diese zwei Schritte vorstellen. Also ich habe hier zwei Ereignisse, einmal disjunkt, einmal nicht disjunkt. Und wenn ich jetzt wieder das aufsummieren warte, wenn ich sozusagen die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt mit B berechne, die Summe über alle Elementareignisse in der Vereinigungsmenge, dann kann ich die wieder aufteilen in die Summe über die von der ersten Menge und die, die in der zweiten Menge liegen. Und die erste Summe ist die Wahrscheinlichkeit von A, die zweite Teilsumme die Wahrscheinlichkeit von B und damit habe ich insgesamt diese Formel gezeigt. Wenn die beiden aber überlappen und ich diese beiden Teilsummen bilde, die Wahrscheinlichkeit von A und die von B, dann würde ich natürlich bei beiden Teilsummen, die in der Schnittmenge zählen, also die werden doppelt gezählt. Das heißt, in dem Fall ist dann die Summe der Wahrscheinlichkeiten größer als die Wahrscheinlichkeit der Vereinigungsmenge und man kommt leicht auf diese allgemeine Formel. Die Wahrscheinlichkeit der Vereinigungsmenge A oder B ist die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten minus die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge, das ist nämlich genau das, was ich doppelt gezählt habe. Wie groß die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge ist, das kann man natürlich überhaupt nicht vorhersagen allgemein. Denn das hängt ja davon ab, wie stark die beiden Ereignisse überlappen. Also sozusagen, das ist die Kerninformation, die fehlt. Wenn ich die habe, dann kann ich die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung berechnen. Also das ist eigentlich die Formel, die Sie sich unbedingt merken müssen. Das Additivitätsgesetz, aber nur für disjunkte Ereignisse. Und aus dem Ganzen folgt dann auch zum Beispiel ganz leicht, dass die Wahrscheinlichkeit des Komplementareignisses A quer 1 minus die Wahrscheinlichkeit von A ist. Denn A plus und A quer sind disjunkt, die Summe ist Omega insgesamt, das muss eine Wahrscheinlichkeit von 1 haben.
Also muss die Summe von A und A quer 1 ergeben. Jetzt. Passt ja prima. Machen noch zwei Folien, dann haben wir einen wunderbaren Punkt. Und es ist auch so geplant, dass wir die Hälfte heute schaffen. Die Folienzahl passt schon perfekt. Wir fangen jetzt nochmal kurz an, Hangman Plus Plus zu spielen und werden sehen, was wir dann nächste Woche entwickeln wollen. Also machen wir nochmal unseren ersten Zug. Sagen wir mal, wir haben uns diesen Buchstaben, diese Position ausgesucht. Wir raten an der Stelle jetzt natürlich ein E, was wir jetzt auch in wahrscheinlichkeitstheoretisch ausdrücken können. Also wir nehmen das Elementareignis, das höchste Wahrscheinlichkeit hat. Eine Sache, die wir schon gewonnen haben mit der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Definition von Ereignissen, ist, dass wir jetzt auch Hangman mit Joker spielen können. Also wenn es dann Joker gibt, dass ich zum Beispiel mehrere Buchstabenkombinationen raten kann, bestimmte, oder dass ich Verschlusslaut raten darf, dann könnte ich jetzt die Chance, dass ich hier mit Verschlusslaut raten richtig liege, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses Verschlusslaut. Und die könnte ich jetzt ausrechnen, um zu bestimmen, ob die höher ist als die Wahrscheinlichkeit des wahrscheinlichsten Elementareignisses, also dem von E, oder niedriger. Also dann könnte ich einfach das Ereignis mit der höchsten, oder das erlaubte Ereignis, den erlaubten Joker mit der höchsten Wahrscheinlichkeit berechnen. Also ein bisschen was haben wir schon gewonnen mit der Wahrscheinlichkeitstheorie. Wenn ich jetzt ohne Joker spiele, dann ist natürlich das E die höchste Wahrscheinlichkeit. Also nehmen wir ein E. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das auch richtig war. Also wir haben richtig geraten und als Belohnung kriegen wir an der Stelle ein A vorgeschlagen. So, was ist der nächste Zug? Das ist jetzt eine ziemlich interessante Frage. Was würden Sie als nächstes, also Sie können sich jetzt eine Position aussuchen und einen Buchstaben raten. Welche Position suchen Sie aus und welchen Buchstaben raten Sie und warum? Ja. Ich würde Position von A raten. Und hier? Ja, genau. Das ist ein englisches, also englische. Ich glaube, ja. Ja, dann würde ich ein S raten. Weil das so typischerweise vom A steht. Ja. Das ist genau die richtige Idee. Jetzt müssen wir, das ist das, was wir nächste Woche dann machen, ist diese sehr gute Entscheidung, auch aus der, also ich glaube, dass wir dann letztlich kein S raten werden, sondern T raten werden, das TH, aber diese im Prinzip, diese sehr gute Idee aus der Wahrscheinlichkeitstheorie abgeleitet kriegen. Also wir müssen ja das irgendwie in einen Algorithmus umsetzen, der das auch rausfinden kann. Wenn man jetzt mal ganz naiv denkt, könnte ich sagen, okay, mit dem E habe ich schon eine 12,5%ige Erfolgschance und es kann ja durchaus sein, dass noch ein weiteres E in dem Wort vorkommt, das war nicht ausgeschlossen, das könnte ich einfach mal irgendwo raten, um ein E zu kriegen. Aber Ihre Idee war, wir können jetzt, wenn ich schon ein paar Buchstaben habe, versuchen, Kontextinformationen auszunutzen, indem ich zum Beispiel den Buchstaben unmittelbar vor oder nach dem A. Oder genauso gut kann ich natürlich unmittelbar vor oder nach dem E raten. Also was wir wissen wollen, ist, wie wahrscheinlich sind verschiedene Buchstaben vor einem H oder nach einem H. Damit kann ich für jede der möglichen Positionen die beste Lösung bestimmen. Und hier zahlt sich wieder aus, dass die Wahrscheinlichkeitstheorie uns eben auch die Erfolgschancen berechnet. Denn da nur anhand dieser vergleichbaren Erfolgschancen kann ich dann entscheiden, ob die oder die Position am besten ist, also was ich hier hingeschrieben habe. Der Grund, warum ich mir hier H anschaue, ist, dass am Schluss dann sich rausstellt, dass ich hier eine viel größere Erfolgschance mit der besten Entscheidung kriege. Okay, und wie das geht, das machen wir dann ab nächste Woche. Danke für die Aufmerksamkeit.